Dann wollen wir mal gucken, was dabei rauskommt. Und zwar Cocoon, die gestern nicht dabei gewesen sind. Cocoon ist ein Rätselspiel, wo man hier diesen Mottenmann da hat. Und man kann eigentlich nur Kugeln tragen. So wie hier jetzt. Und auf irgendwelche Einrichtungen gehen. Man kann teilweise Schalter betätigen und ähnliche Dinge. Aber es ist eigentlich ein Spiel, wo man tatsächlich nur Rätsel löst. Ne? In diesem Fall zum Beispiel kann ich dann hier das Teil in die Mitte legen. Und wenn ich hier jetzt drücke, dann wandere ich in eine andere Dimension. Hallo Manfred. So. Und hier in der anderen Dimension hatte ich eine Kugel geparkt. Und die brauche ich aber woanders. Und zwar muss das jetzt so laufen, weil das ist die Sache, wo ich gestern irgendwie so die ganze Zeit im Kreis gelaufen bin und überhaupt nicht wusste, was das soll. Und das Rätsels Lösung ist mal wieder Brett vorm Kopf. So, weil ich muss in diese orangene Dimension. Wie man sieht, also die Kugeln, die lösen hier unterschiedliche Portale aus. Nee, kein Metroidvania. Es hat zwar im Prinzip eine so zusammenhängende Levelstruktur, aber es ist so, dass wenn irgendwo was geschafft ist, dann wird da auch gleich direkt ein Cut gemacht und wird ein Gang auch irgendwie wieder dicht gehalten. So, weil das ist tatsächlich das Rätsels Lösung, dass ich hier hingehe. Und damit man jetzt versteht, warum das ein Rätsel ist, ich kann normalerweise hier nicht rüber. Es sei denn, ich trage eine orangene Kugel. Wenn ich die orangene Kugel trage, dann öffnet sich hier ein Weg. Und dann kann ich nämlich hier auf dieser Seite das Portal öffnen. Und ich bin da gestern, ich weiß nicht, ich glaube, Viertelstunde, 20 Minuten nur an diesem Ding darum hin und her gewandert. Und das Rätsels Lösung ist ganz einfach, dass man dieses Portal nimmt, von hier aus in den orangenen Bereich geht und die grüne Kugel mitnimmt. Tada! Das war's. Das hatte ich irgendwie gestern nicht gepeilt. Weil mit der grünen Kugel kann man nämlich diese grünen Elemente hier benutzen und diesen Schalter drücken. Juhu! Also so ein paar Sachen sind immer bei beiden gleich. Also wenn ich hier auf dieses Ding hier jetzt zum Beispiel den Orangenen gepackt hätte, dann hätte das hier ebenfalls funktioniert. So, und aus irgendeinem Grunde brauche ich hier schon wieder den Orangenen. Das heißt, ich muss einmal wieder zurück. Also, den dahin. Jetzt nehmen wir den. Hallo, Teron. Wir mal gucken, ob ich damit jetzt irgendwie ein bisschen besser zurande komme. Nee, auch nicht. Moment, das war doof. Oder? Hier komme ich nicht vorbei, da ist etwas so, das ist auch ein Spielelement und zwar, man kann an bestimmten Stellen so eine Art Drohne freischalten, die einen dann begleitet und Drohnen schalten diese Durchgänge wieder frei. So, und hier bräuchte ich eigentlich einen Orangenen, das heißt, muss doch wieder zurück.
Weil ich muss jetzt den grünen mitnehmen. Den grünen parken. Und den orangenen wiederholen, weil mit dem kann ich dann wieder diese Brücken erzeugen. Prinzip verstanden, hoffentlich. So, da. So geht das. Und dann kann das auch sein, dass man mal Abzweigungen hat. Irgendwohin. Da irgendwo noch hin? So, und hier muss ich gleich garantiert wieder Symbole von der Reihenfolge her machen. Und das ist so, das habe ich gestern auch, da habe ich mir irgendwie da mal was zurechtgekritzelt, damit ich eine Chance habe, weil ich kann mir sowas nicht merken, weil die müssen nach dem Memory-Prinzip in einer bestimmten Reihenfolge gesetzt werden. Und das wird mir garantiert hier irgendwo verraten. Was ist das? Nein, da nicht. Muss man mal ein bisschen darauf achten, ob hier irgendwo in der Landschaft etwas ist, was einem da so eine Reihenfolge an Symbolen zeigt. Ich gehe nochmal zurück. Vielleicht ist das hier irgendwie, ja, vielleicht habe ich das übersehen. Ja, ich habe es natürlich übersehen. Wenn man genau hinguckt, sind die hier auf dem Boden gezeichnet. Na, da seht ihr die Symbole. Und die geben einem die Reihenfolge an, in der man die Sachen dann anklicken muss. Ich muss mir das mal eben kurz notieren hier. So. Ich habe hier so digitalen Stift und Zettel, damit das geht. Ich glaube, das werde ich mal für zukünftige Streams da einblenden, dass wenn ich sowas mache, dass man das dann auch direkt sieht. So, ich habe die Symbole mir notiert. Dann gucken wir mal, ob ich die richtige Reihenfolge habe. Eine von beiden wird es ja sein. Nummer 1. Nummer 2. 3. Ne, das war falsch. Entschuldigung, das muss ich nochmal machen. Nummer 1, Nummer 2, der hier und der. Jo. So. Und dann kann ich nämlich hier, und das ist dann diese Drohne, von der ich eben gesprochen habe, die kann ich jetzt mitführen. Die kann halt Schalter öffnen, und es gibt irgendwo halt wahrscheinlich wieder so einen Schalter, wo der mir unter Umständen eine Tür öffnet. Oder halt, wie eben gesehen, die Dinger hier. Wenn ich jetzt hier, wenn die davor stehen und ich drücke Knöpfe, dann machen die die Tür auf. Das ist sozusagen ein Schlüssel. So, und da ich nicht weiß, ob ich das Ding brauche, nehme ich das mal wieder mit. So, und hier kann ich jetzt wieder ein Portal öffnen.
Geht's da lang? Mal den hier. Hab ich den da? Aha. Gucken wir mal. Wo wir denn da rauskommen? Halt, Quatsch, das ist da ja wieder. Ja, genau, Arne, genau. Das ist von dem gleichen Typen, der Limbo und Inside gemacht hat. Gerade erstmal hier gucken. Hä? Oh. Moment. Einen Moment. Durch diese Dinger komme ich nämlich mit der Kugel zusammen nicht durch. Ja, und bei mir war es so, ich hatte es, Arne, ich hatte das gestern angefangen und bin da an einer ziemlich dämlichen Stelle irgendwie hängen geblieben und dachte nur so die ganze Zeit so, irgendwie ist das ja mal doof. Hier ist auch jetzt erstmal. Und dann hatte ich irgendwie so bei der einen einzigen Stelle dann gespickt und gesehen, dass ich das irgendwie nicht so richtig gemacht habe und auch schon gesehen, dass ich gestern so ungefähr zu einem Drittel durch war bei dem Spiel. So, ich muss mal hier jetzt nochmal gucken. Vielleicht gibt es da was von der anderen Seite. Und dann dachte ich so, ja, dann mache ich doch mal hier weiter, ne? Ja, ne, Moment. Aber die nochmal wieder hier rüber. Aber da war, meine ich, nichts mehr. Das war nämlich genau so eine gleiche Situation wie gestern. Dass ich hier irgendwie geguckt habe. Ach, gucke mal. Geht doch weiter. Da geht's nicht. Unten. Ist da. Jo. Da noch irgendwas? Kann hier was machen? Nee. Dann kann ich hier das Katapult. Das ist ein Katapult. So, diese Barrieren sind übrigens super kacke, weil wenn ich in diese Barriere reingerate, ist meine Drohne, die ich mit mir führe, weg. Ja, eine Shoot habe ich noch nicht, das steht mir noch bevor. An der Stelle kann man die Drohne wiederherstellen. Diese Kreise hier, das ist so ein Respawn-Punkt für die Drohne. Okay. Oh wow. Da ist im Moment noch nichts. So. Das Rätsel jetzt, und so ist zum Beispiel hier in diesem Spiel die Rätselstruktur. Da ist ein Durchgang, wie man sehen kann. Und ich muss es irgendwie hinkriegen,
hier dran vorbeizukommen, ohne hier, dass ich hier irgendwie das mit den Drohnen habe. Ich kann zwar hier jetzt wahrscheinlich von dort aus. Nee, da ging das nicht. Was ist denn das? Weil, um es mal so zu sagen, also ich zeige das einmal hier, weil ich kann die Drohne ja jederzeit wiederherstellen. Wenn ich hier gehe, dann macht er nämlich diesen hier und zack, weg ist er. Dann wandert sie da zu dem Respawn-Punkt und dann kann ich sie mir da wiederholen. Ja, das ist jetzt hier für Xbox. Aber man konnte das irgendwie. Nee, das geht doch nicht. Ist denn da noch? Kann die leider auch nicht da rein tun. Ich hätte nämlich jetzt gedacht, weil das ist nämlich so ein Teil hier, wo man so eine Kuh, diese Kugeln nämlich hin und her leiten kann. Aber ich kann hier jetzt auch zum Beispiel nicht mehr zurückspringen, weil ich bin da ja einfach rüber katapultiert worden. Dadurch? Ich mach mal Folgendes. Ich pack mal jetzt erstmal die Kugel hier hin, lass mich zerstören und guck mir mal die andere Seite einmal an. Halt, Moment, was ist das? Muss ich da so einen Slam Dunk machen oder sowas? Ja. Ah, ich verstehe das Rätsel. Ich verstehe das Rätsel. Ja. So. Und zwar muss ich darunter mir den hier holen. Sofort hier runter. Hier rüber. Und dann kann ich hier dicht machen. Und jetzt kann ich wahrscheinlich mit ihm hier an die andere Anlaufstelle und mir die Kugel holen. Und dann hier wieder weiter. Gucken, wo geht's da lang? Aha, und das sieht aus, als wäre da wieder der nächste Bossfight oder was? So,
So, jetzt muss ich mal wieder gucken. Nee, doch noch nicht. Hier ist wieder so ein Ding, was ich nicht weiß, wofür man das braucht. Ich hab. Das gab's in einer an. Das gab's in der orangenen Welt nämlich auch, diesen schwarzen Kristallrhombus oder was auch immer das da sein soll. So, okay. Ach, guck an. Und los, 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 los. So. Weil das ist nämlich das, was man eigentlich hier immer im Spiel machen muss, so bevor es den Bosskampf gibt. Man muss hier bei dieser Apparatur hier das auslösen, weil dann kann man nämlich hier die Tür öffnen. Und dann wartet gleich ein Bosskampf. Zweier hatte ich schon. Und hier sieht das aus, als kriege ich eine neue Kugel. Ja, sehr cool. Das heißt, es wird eine neue Welt freigegeben. Da noch was? Was auf jeden Fall interessant ist, wie gesagt, also Manfred, du hast ja irgendwie das gesagt wegen Metroidvania. Das ist es sehr, sehr begrenzt, weil das Spiel ist schon strikt linear. Es hat halt nur so Art wie Level eher, die man teilweise erneut besucht, zwischen denen man hin und her wechselt. Ja, weil ich kann jetzt wahrscheinlich hier, wenn ich hier jetzt zum Beispiel in die andere Welt hier wechsle, da, dann kann man da mal tauschen. Und jetzt kann ich dann wahrscheinlich in eine Welt, die ich noch nicht kenne. Ja. So. Ja, schön. Kugel wiederholen. Was? Nee, da kann ich nichts machen im Moment. Aber Arne, ich schätze, das ist genau dein Ding. Das, was das Spiel hier macht. Die Kugel gelandet, okay.
Okay, das ist neu. Ah, jetzt kann der auch da drauf, okay. Okay, dann verstehe ich das. Dann muss ich ihn darüber befördern. Okay. Der öffnet mir jetzt wahrscheinlich gleich dann die Tür, die ich nicht eben nicht öffnen konnte. Komm her, komm her. Jo. Portal aktivieren. Da muss ich dann wahrscheinlich wieder. Ach, da brauche ich zwei. Okay, Moment. Moment. Gucken, wo hatte ich denn die orangene Kugel gelassen? Aha. Gut. Mit. Das ist auch etwas so, da musste ich mich erst dran gewöhnen, dass da so Sachen, die irgendwelche Schalter ausgelöst haben oder irgendwie so ein Kram, dass man die auch benutzen kann, hier halt, um Kugeln irgendwo zu parken. Wo waren das eben? Wo ich hatte jetzt eben irgendwie nicht richtig aufgepasst hier. Oder was das war da unten, ne? Ach ja. Okay, da ziehen sie von dann, na toll. Ach, da sind sie dann, okay. Was ist dann hier irgendwo? Ah, ich brauche die Orangene. Okay. Hm?
Lichtsensoren. Das lang. Da geht's nicht, der muss dann auch hier. Das ist mir gerade nicht so ganz begreiflich, weil ich muss den doch garantiert hier irgendwo mitnehmen. Kommt der hier vielleicht runter? Nee. Gehen wir da mal hin. Mal gucken. Ich gucke mal erstmal. Warum bleibt er mal stehen? Ach nee, oh. Jetzt weiß ich es wieder. Jetzt muss ich ihn da wahrscheinlich irgendwie dahin bringen, dass der da rüberläuft. Und ich schnell genug auf der. Kann ich ihn da auch zu bringen, dass er stehen bleibt? Ja, Tatsache. Gummit. So, Nummer 1.
könnte mir denken. Moment mal. Ach, shit. Das war's. Da muss man nämlich dahin. Jetzt habe ich nämlich Zeit genug. Mist. Und nochmal. Das war's. Oh ja. Komm her. Okay, wo parke ich ihn denn jetzt hier hin? Oder müssen die beide rein? Kann natürlich sein. Hier war ich auch noch nicht. Das ist ja sehr skurril. Mal erstmal gucken, was ich da brauche. Ich brauche auf jeden Fall den Grünen.
Okay. Moment. Ja, zurück. Es ist erstaunlich, wie man sich daran gewöhnt, dass man hier zwischen irgendwelchen Dimensionen hin und her springen muss. Jetzt hier. Gucken, wo führt er mich denn dahin? Ich denn jetzt mal. Hier ist gerade überall zu. Da muss ich die grüne Kugel parken in der Welt. Hier rüber. Dann wieder in die orangene Welt und da die grüne Kugel holen. Dann kann ich hier wieder diese Aufzüge benutzen. Und darf mir hier gleich irgendwo wieder Muster suchen. Okay. Gut, dann wollen wir mal wieder anfangen, hier irgendwie das zu notieren. Moment. Das ist das erste Symbol.
Das ist das zweite Symbol. Das dritte. Nummer 4. Und Nummer 5. Und danach müssten die Symbole wieder von vorne losgehen. Nehme ich an. Jo. Dann wollen wir mal gucken. Nummer 1. 2. 3. Dann das und das. So, und da geht dann schon wieder so ein Rätsel los. Ja, dann gucken wir mal, was ist. Einen Moment mal, das muss ich doch noch mal gucken. Nee, das Ding hat er dicht gemacht. Okay. Ich muss in die andere. Auch keine Abkürzung, ne?
Gucken wir mal, ob wir das damit hinkriegen. Wo summt der hier rum? Macht der da was? Nee. Nur mal tauschen. Auch nicht. Hier irgendwie was. Da ist auch nichts. Ich bin dankbar für Vorschläge. Wo war denn die lila Kugel? War die im grünen Bereich? Ich habe eine Idee. War ein bisschen seltsam, aber hier, ja. Das ist es. Okay. Ich glaube, ich habe es aber rausgefunden, was es ist. Ich habe es rausgefunden.
Und zwar muss ich hier von hier aus dann in die grüne Welt und kann dann dort die Drohne respawnen. So, nämlich. Und jetzt da beide Kugeln hin. So, jetzt gibt's gleich Bossfight. Vermute ich doch mal ganz stark. Oder immer noch nicht. Ja, doch. So, auf geht's. Was mache ich da? Okay. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Was passiert jetzt? Ah! Miri, falls du noch da bist, Shadow Switcher, du erinnerst dich. Hui!
Mist. Oh, ist das gehässig. Shit. Ach. Wow. Oh, wie aufregend. Thank you.
Oh, scheiße! Ach, Mist! Well. Nee. Thank you.
Nein, nicht schon wieder. Ah, das irgendwie. Oh. Und habe ich ihn? Immer noch nicht. Oh, letzte Phase, hoffe ich. Nee, das ist auch nicht so entspannt wie gestern. Und hallo Inso. Und
Oh, verdammt, verdammt. Nicht schon wieder. Oh, Mann, 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 Mann. Ja, dankeschön. Und jetzt kommt, glaube ich, die letzte Phase. Ich hoffe es zumindest. Und jetzt. Oh, und jetzt wird's spannend wieder. Thank you.
Wow. Endlich. Okay. Ja, ich würde mal sagen, muss ich hier irgendwie Knopf drücken? Guck jetzt hier noch mal ganz kurz, wie es hier weitergeht und ansonsten, ach, guck mal. Das ist ein Memory? Ach ja, jetzt komme ich hier auch durch. Okay, ich würde mal sagen, das reicht auch dann für heute. Ich hatte mir das jetzt auch so gedacht, ich werde das jetzt hier auch nächste Woche dann nach Miri-Stream dann halt auch direkt dann fortführen. Und dann gucken wir mal, wie es sich entwickelt. Ich war gestern gar nicht mal so, so unheimlich weit, unheimlich zurück. Ich kann mir jetzt noch mal kurz gucken. Ja, die Hälfte des Spiels haben wir jetzt mal schon. das dürften also 1 bis 2 Streams höchstens sein. Und dann denke ich mal, das passt auch so. Die nächste Woche, ich kann mal gerade gucken, was da gibt. Tada, tada. Kurz bei uns in Streamingplan. Weil da hatte ich mich heute mit den anderen auch ausgetauscht, ob das so passt. Ich schalte mal kurz um. So, das ist der Streamingplan für nächste Woche. Montag sagte Danny, macht er auf jeden Fall ein Mr. Madness. Also er denkt, das wird wohl klappen. Dienstag spielen Greco und ich wieder Ghost Trick. Halt, hier, das ist nicht die richtige Woche. Das ist die richtige Woche, weil nämlich Mittwoch kann Stefan dieses Mal nicht. Der ist nicht anwesend. Beim Retro-Kompott gibt es Descent und bei mir nächste Woche wird es ein bisschen speziell. Weil ich werde nach dem Retro-Kompott noch Max Payne 2 spielen, was 20 Jahre alt geworden ist dieses Jahr. Und ja, Freitag gibt es wieder das übliche Multiplayer-Match. Samstag, was Ingo spielt, sagt er, entscheidet er wieder kurzfristig. Und ich habe mir gedacht, so wenn ich das eine Max Payne mache, das andere Max Payne auch. Und Max Payne 3, dazu sei gesagt, hat mir damals nicht wirklich gefallen, als es rauskam. Es war nicht so mein Ding. Ja, und Sonntagsprogramm halt wie heute. Und wenn es ein bisschen früher ist als dieses Mal, würde ich danach auch noch ein bisschen pixeln. Ja, so viel dazu. Ich gucke mal gerade nach, wer noch hier momentan online ist. Wieder. Wer ist denn da noch online? So. Der Keller ist da, spielt am C64.
Machen wir da noch. Bambi spielt Bad Dream Coma, das sagt mir gar nichts. Retro Sebo, ich kann das hier gar nicht. Also bei mir ist das abgeschnitten. Ich vermute, der spielt Night of the Rabbit. Da irgendwie was letztens mal erzählt. Ja. Wo mögt er hin? Wo möchte da hin? Ich denke, ich schicke euch mal zum Retro-Sebo. Indinus? Stimmt, da war ich noch nie. Dann machen wir mal Indinus. Okay. Dann würde ich sagen, ansonsten schöne Woche, macht's gut und vielen Dank, dass ihr da wart.